Hallo liebe Leute, willkommen zurück und was ist hier los? Warum Runes League Pile Level 2 und Love 2? Keine Ahnung, was ist hier los und wieso habe ich beim letzten Mal nicht aufgehört? Ja, was soll ich sagen? Meine Befürchtungen haben sich bestätigt, deswegen resetten wir nochmal, weil ich habe nicht mitgezählt. Ich mache mal ganz kurz in meiner Liste streiche ich mal die Striche hier durch. Denn es stellt sich tatsächlich heraus, um den Genocide Run richtig zu machen, also den richtigen. Oh, übrigens, Flowey kommt hier nicht mehr. Wahrscheinlich, weil wir beim letzten Mal Flowey getötet haben. Ich werde jetzt mal nicht den ganzen Dialog hier machen. Ich werde ihn einfach mal überspringen. Wir haben den ja schon öfters mal gesehen. Ich werde wahrscheinlich, im Gegensatz zum letzten Mal, werde ich nicht zeigen, wie ich alle anderen Gegner besiege. Außer es kommt doch nochmal irgendwas Cooles. Was heißt, ich werde hier mehr oder weniger einen Speedrun machen, indem ich... Na gut, Speedrun ist eine schöne Sache, weil... So wie es aussieht, muss man beim Genocide Run wirklich sehr viel farmen. Und mit sehr viel farmen meine ich... Ich weiß nicht, wo die Gegner sind, aber irgendwo im ganzen Level verteilt. Muss ich einfach ein bisschen rumlaufen und gucken, dass ich in den Ruinen, glaube ich, um die 30 Gegner töte. Dann erst kann ich... wirklich weiterkommen. Aber ja, ich werde das versuchen, so speedrunnig wie möglich zu machen. Ansonsten wollte ich noch irgendwas sagen. Also erstmal, wie enttäuscht ich bin vom Genocide Run. Aber da war noch irgendwas. Ach ja, stimmt. Ich werde auch, weil übrigens, es gibt unendlich viele Endings beim Spiel. Meine Güte, ich habe mich da mal durchgelesen, wie viele es da eigentlich gibt und meine Güte, da gibt es so viele, wenn man die merkwürdigsten Sachen macht. Deswegen werde ich einfach mal einen No-Item-Run machen. Und ich weiß nicht, ob ich auch einen No-Death-Run machen werde, aber ich benutze mal keine Items. Das heißt, ich brauche keine Items zu nehmen. Und nachdem ich gesehen habe, wie wenig mir doch Waffen nutzen, kann ich eigentlich, glaube ich, auch darauf verzichten. Also... sollte alles okay sein. Zählt der Dummy eigentlich als Gegner? Ich streiche ihn einfach mal an. So, Frogget attacks you. Aber ja, wie schon gesagt, ich mache hier nicht da. Ich hoffe, das zählt nicht. Ich mache am besten nochmal alles von vorne. Wir sehen uns dann später, Leute. Alles klar, jetzt sind wir bei Tauriel und ich gucke einfach mal, ob was Neues passiert. Keine Ahnung, ich glaube, ich werde die Bossfights nochmal machen, aber wirklich auch nur die Bossfights. Auch keine Nebenbossfights oder so, einfach jetzt die richtigen Bossfights. Oh. What? 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 What the fuck? Okay, das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass das passiert. Oh my. Wir sind stärker als ich dachte und dabei mache ich No Item Run. You really hate me that much? Now I see who I was protecting by keeping you here. Not you, but them. Ha. Ha. Jesus. Das war neu. Does this look like a face of mercy, bitch? Oh, das ist noch Flowey. Hi, Flowey. Vielleicht sagt er was anderes. Hahaha. You're not really human, are you? No, das war die Abwehr schon, verdammt. No, you're empty inside, just like me, in fact. You're Pudgy, right? We're still inseparable after all these years. Listen, I have a plan to become all-powerful. Even more powerful than you and your stolen soul. Let's destroy everything in this wretched world. Everyone, everything in these worthless memories. Let's turn them all to dust. That's a wonderful idea. What the fuck? War das grad?
Ich wusste gar nicht, dass das Spiel Voice Acting hat. Jetzt mal ganz ehrlich. Genocide Run mag ich, weil ich bis jetzt zugegeben, ich wurde über drei Sachen gespoilert, aber das alles, was jetzt gerade passiert ist, was ich euch jetzt zeige, überhaupt hatte ich keine Ahnung. Also ich wurde von drei großen Sachen leider auch gespoilert, aber das sind halt die Sachen, die man sowieso im Internet groß sieht. Zum Beispiel, wer weiß nicht, wer der Endboss Genocide Run sein wird. Zugegeben, genau deswegen habe ich mir das Spiel gekauft, weil ich da es gesehen habe, boah, das Spiel ist cool. Und dann wurde ich direkt gespoilert. Bam! Spoiler hat mir das Spiel angedreht. So, wenn wir schon mal dabei sind, kann ich nochmal gucken, ob Sans überhaupt kommt. Vielleicht kommt der ja und sagt irgendwie, hey buddy, how are you doing? You dirty brother killer. I'm gonna fuck shit up, but later. And never, I don't know. But don't be fucked, not a day. Das ist ihr Face, kann man da oben nicht sehen. Sehe ich nur. Haha. Oh ja, stimmt. Da ist der Camera hidden in the bushes. Habe ich das eigentlich mal gezeigt? Ich weiß es nicht. Gehen wir einfach mal den Weg entlang mit dieser wunderschönen, merkwürdigen, depressiven Musik. Und monotonen Musik ziemlich auch. Einfach nur mal gucken, ob Sans da ist. Wer weiß. Haha! Ich bin... Oh, ich bin nicht sicher... Ist euch aufgefallen, die Büsche sind transparent? Nicht die Büsche, die Bäume sind transparent. War das schon immer so? Jetzt bin ich gerade in Sans reingelaufen, nicht lustiger. Ist er immer so schnell gewesen? Aber ja, Sans kommt nochmal. Ich frage mich, wie das Gespräch jetzt ablaufen wird, weil das Spiel weiß auf jeden Fall, was ist. Human. Oh, das ist ein bisschen anders. Der weiß ganz genau, was abgeht. Those will be catching the hand trick. It's always funny. That's your cue to laugh. Or to emote at all. Gee, lady, you really know how to pick him, huh? Okay, that's fine. Everyone got their own sense of humor. I'm Sans, Sans the Skeleton. I'm actually supposed to be in Watch for Humans right now. But, you know, I don't really care about capturing anybody. Now my brother, Papyrus, he's a human hunting fanatic. Hey, actually, I think that's him over there. I have an idea. I go through this gate thingy. Yeah, go right through. My brother made the master way to stop anyone. Und ich glaube, ab da ist dasselbe wie beim letzten Mal. Aber ja, der hat ein bisschen was anderes gesagt. Das ist cool. Ich habe, glaube ich, beim Bild gesehen, Sans sieht innerhalb von 10 Runs, wenn man ständig dasselbe macht, so keine Ahnung was macht, sieht er immer ein bisschen anders aus. Meine Güte, das Spiel hat viel zu bieten und ich habe keinen Bock, das alles durchzustehen. Und das ist übrigens, was ich nochmal jetzt sagen kann, während da gerade diese schöne Musik ist und während da gerade derselbe Dialogtext ist, kann ich nochmal schnell meine Meinung sagen zu solchen Sachen, weil Undertale ist schon cool, aber... Wenn es nichts Neues gibt und Genocide Run ist jetzt so ziemlich das Neueste, was man machen kann, nachdem man eigentlich so ziemlich immer nie wirklich was gemacht hat, außer zu acten, also halt das True Ending zu bekommen, pazifistisch zu sein, sagen wir so. Wenn man dann das Spiel 20 Mal durchspielen muss, um alles gesehen zu haben oder auch noch nicht alles gesehen zu haben, weil tatsächlich wurden noch nicht alle Secrets gefunden, meine ich mal irgendwo gelesen zu haben. Boah, keine Ahnung. Darauf, ich persönlich habe da keine Lust drauf. Vielleicht haben Leute wie euch Lust vielleicht drauf. Vielleicht könnt ihr das Spiel kaufen und dann findet ihr solche coolen Sachen und dann werdet ihr mit Tete voll berühmt. Also der Typ, der herausgefunden hat, dass da hinten, hinter Baum Nummer 3, dass da in Wirklichkeit ein Schalter ist, der eine geheime Tür öffnet, der einen direkt zu Asgore bringt. Keine Ahnung. Aber ja, das ist so meine Meinung zumindest. Wenn ihr eine andere Meinung habt, ist natürlich okay. Es gibt solche Leute, die wirklich Spiele 1000-mal durchspielen und das auch wirklich mit einer Leidenschaft. Allein schon, wenn man dann lernt, das Spiel zu speedrunnen, vielleicht ist es auch deswegen dafür gedacht, wer weiß. Vielleicht hätte dann gedacht, hey, die Leute sollen das 5000-mal durchspielen. Dann lernen die das zu speedrunnen. Aber wenn es überhaupt nichts Neues gibt, dann finde ich persönlich, wird das auch immer langweilig. Deswegen...
es ist cool, wenn es sowas gibt, zum Beispiel, dass es halt, ich weiß gar nicht, wie viele Endings es gibt. Ich glaube, es gab mal so einen Flowchart, das waren irgendwie über 5 Seiten. Wurde aber auch ziemlich groß gemacht, also ich vermute, es gibt, ich weiß gar nicht, weil es gibt, glaube ich, 10 Sachen, die am Ende passieren können, beim Neutral Run. Aber ich weiß nicht, ob die hintereinander passieren, wenn man alle Dinge erfüllt. Oder ob man das Spiel 10-mal durchspielen muss, um halt diese 10 Endings zu bekommen, aber sollte es das Letztere sein, dann weiß ich auch nicht, bis ich mit dem Spiel anfangen soll, weil das einfach viel zu viel ist. Das ist aber, wie schon gesagt, nur meine Meinung und betrifft jetzt nur mich. Wenn ihr solche Leute seid, die gerne dasselbe Spiel 50-mal durchspielen, um halt wirklich alles zu sehen, besser für euch. Aber für mich ist das nichts. Und ich weiß, Undertale ist ein cooles Spiel und es gibt noch hunderte Sachen, die ich nicht gesehen habe, von denen ich im Internet gelesen habe, dass sie existieren und angeblich auch voll cool sind, aber meine Determination ist nicht so groß, dass ich die alle raussuchen will. Vielleicht, also nicht selber raussuchen will. Vielleicht habe ich ja schon gesagt, ich werde übrigens nach dem Genocide Run wahrscheinlich einen kompletten Mega-Reset machen müssen. Das heißt, wahrscheinlich das Spiel mit Säure aus meiner Festplatte ätzen und dann nochmal installieren. Und halt noch alle Dateien aus dem Internet löschen. Weil das halt alles auch noch teilweise auf die Steam Cloud gespeichert wird. Aber im Prinzip muss ich alles nochmal neu machen. Und vielleicht dann werde ich noch einen Bonus-Part machen, wo ich vielleicht endlich mal mit allen rede nach dem Pacifist Run. Zeige, was da am Ende sein sollte. Weil angeblich war da was, weil ich war da, aber da war nichts. Deswegen denke ich, da ist nur was, wenn man wirklich mit allen geredet hat. Deswegen werde ich das nochmal machen. Und werde im Internet so ein bisschen gucken, was da noch so für Secrets gibt. Und wer weiß, vielleicht habt ihr ja auch ein bisschen Spaß dran. Ich mache so im Prinzip so dasselbe wie Humaniki. Ich gucke mir einfach im Internet an, was da alles gibt. Und mache daraus mehr so eine Schnitzeljagd, anstatt wirklich zu sagen, nee, ich gucke jetzt nur im Internet. Weil bei Humaniki beispielsweise, das wurde da gut gelöst. Da hat man eine Sache gefunden als Secret und dann konnte man den Rest durchgehen. Aber ich habe so ein bisschen die Angst, dass es bei Undertale so ist. Du findest was und dann musst du nochmal das ganze Spiel im Prinzip durchspielen, damit du weißt, was dir noch fehlt, um das Ding, was du machen wolltest, zu machen. Mit dem Ding, was du gerade bekommen hast beispielsweise. Zum Beispiel mit dem Mystery Key, zum Beispiel, dass du da nochmal wirklich durch die ganzen Lande streifen musst und wirklich jede einzelne Tür und auch Nicht-Tür anklicken musst, einfach nur um zu gucken, benutzt du da den Mystery Key und nachher findest du dann noch einen Mystery Key und dann musst du nochmal durch die ganze Welt laufen. Aber naja, das ist jetzt, wie schon gesagt, nur meine Meinung und ich habe auch ein bisschen viel zu lange geredet, deswegen hoffe ich, das hat euch nicht verschreckt, deswegen sehen wir uns wahrscheinlich bei Papyrus, vielleicht wenn es aber auch noch was anderes gibt dort. Never mind! Da kommt da was Neues. Okay, I guess you don't have to. Oh, Sans! Have you found a human yet? No. Really? Wowie! I guess that's settled. Okay. That worked out, huh? Are you just gonna stare at me, or...? Yeah. Moment mal, vielleicht können wir das... Na, komm, ich will das richtig... ein bisschen... Ich glaube, ich kann das gar nicht pixelperfekt machen. Nee, ich glaube nicht. Are you just gonna stare at me? Oh, ja, wir werden jetzt einen Anstarr-Wettbewerb machen. Na gut, ich hau ab. Und dahinter kann ich auch nicht mehr. Das ist eine conveniently shaped lamp. Well, I'll be straightforward with you. My brother would really see a human. My brother would really like to see a human. So, you know, you really helped me out. If you kept pretending to be one. Was soll das denn heißen? Wolltest du gerade da was andeuten? Soll ich dich... was auch immer, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich mit dir machen will, aber hä? You want some of this, bitch? Well, I guess wir machen einfach weiter, da wo wir eben aufgehört haben. Technisch gesehen war's bei Papa. Wobei, warte mal, davor war ich auch noch bei Sans. So, Sans, when's the human showing up? I want to look my Sunday best. Or at least my Tuesday pretty good. Don't you only have one outfit? Yeah, but I could style my hair. Oh, right. Good idea.
say, why don't you look over there? Ich hab das Gefühl, es werden nur ganz kleine Veränderungen kommen, einfach nur mich zu nerven beim Aufnehmen. Sans! Oh my god! I'm dizzy. What am I looking at? Behold! Oh my god! Why are you telling me to look at a rock? Hey, what's in front of the rock? Oh my god, es sind wirklich nur kleine Erinnerungen. Nein, Spiel, wie kannst du nur? Oh. Oh my god, I have no idea what that is. Well, it's not a rock. Not a rock. Oh no, by progress of elimination, that means it's a human. Human. Prepare yourself for hijinks. For lodging, dangers, puzzles, captors, jappers, being captured, and other sorts of fun activities. Refreshments will be provided. Wenn man gerade von Refreshments redet. If you dare! I dare. Ach. Ich habe mich getraut, was zu trinken während der Aufnahme. And you don't even bat an eye. Huh? Was ist mit der Musik los? Wer ruft mich an? Ring ding. Sans, okay. Hey. Is your refrigerator running? Ich hab keine Ahnung. Ja. Nice. I'll be over to the puzzle to break. Briuskis. Was ist Briuskis? Well, whatever. Zeit für ein bisschen Encounter. Wir sehen uns ja gleich, wenn noch was passiert. Oh nein, was ist mit dir passiert? Oh me, oh my, what are you doing? Soon there won't be any of me left. You got the snowman piece. Oh nein. Stop, please. You got the snowman piece. Oh nein. I use this pile of snow. Oh nein! Steven! Oh Mann, was habe ich nur getan? Really though, that's human. Do I know that person? Do you not know? Who you know? Of course I know who I know. I want to know if you know. I know who I know as much as I know who I know. You know? Oh-ho, the human arrives. In order to stop you, my brother and I have created some puzzles. I think you will find this one quite... Shocking. For you see, this is the invisible. You must be having culture shock. You see, where I come from is a loving tradition to suffer through horrible puzzles for no reason. So, just walk back there and. Why couldn't we get a human that likes puzzles? Ich mag Puzzle! Aber echt nicht, Bitch. It would make my brother happy if you played along. Oh, da ist er wieder weg. Hey, warte mal! Der Typ ist weg! Ich kann keine Nice mehr... Natürlich kann ich keine Nice Cream mehr kaufen. Sieht das aus wie ein Gesicht, was Nice Cream verdient hat? Human, I hope you're ready for... Sans, where's the puzzle? It's right there, on the ground. Trust me, there's no way they skip this one. Okay, dann skippen wir das mal nicht. Oh, das ist wieder selber, okay. What the heck, that didn't skip it. They didn't skip it? I'm telling you, everyone likes word searches. Oh my god, I can work in this environment. Diese Puzzle mag ich auch. I guess despite all that, you still like word searches, huh? That means you can't be all bad. Ja, wenn du wüsstest. 15 Le- Oh! Oh! Nette Mechanik! Human, please enjoy the spaghetti! Und ich glaube, das hatten wir alle schon. Oh nein! Ich muss alles wirklich nochmal... Okay, wisst ihr was? Vergiss es mit den... Wobei, wisst ihr was? Ich überspringe doch ein paar Sachen. The plate of frozen spaghetti. It's cold. So it's stuck to the table. Okay.
Also ich werde dann wahrscheinlich doch nicht so viel skippen. Ich werde dann wahrscheinlich doch irgendwie alles machen, was ich machen muss. Ich bin depressed with vines. Oh, okay. Heißt das, ich kann gegen den Gegner... Lester Dog, ach nein, nicht Hundi! Au! Bam! Armer Hundi. Aber meine Güte. Oh ja, Tatsache, ich kann hier einfach durch. Okay. So, wenn hier nichts Neues kommt, dann überspringe ich einfach mal den Kampf. Oh, guck mal, jetzt habe ich mal Doggemi. Oder? Das war, nee, das war Doggeressa. Ich habe Doggeressa mal... Oh, Doggemi ist broken hearted. Oh. Ja, und der wird jetzt wahrscheinlich ein Team... Ah, Wimper. Oh, das ist sad. Oh. Lass mich nicht von deinem Leid alle... Guck mal, wie viel Schaden wir machen. Ich habe noch nicht mal ein Item. Würden wir mehr Schaden machen, wenn wir Items hätten? Jesus. Oh, never mind then. Okay. Es wurde alles schon... Ist Papyrus hier? Papyrus ist nicht hier. There's a switch on the trunk of this tree. Press it? Ja. Macht aber keinen Unterschied. Okay. Ich glaube, das Spiel weiß, dass wir das alles schon mal gemacht haben. Und ich glaube, das will mir das gerade voll ins Gesicht drücken. Hey! It's the human! You're going to love this part. It was made by the great... Are you serious? Sans, help! They keep walking through my puzzles. They're supposed to let me explain them. Then threaten and baffle them with dangerous japes. Well, maybe they don't like japes. Everyone likes japes! What about Undyne? Doesn't she hate puzzles? She hates puzzles, but she loves japes. That makes sense. Human, what do you think? Puzzles or japes? Okay, this is normally the part where you either agree or disagree. And depending on your answer, we say something great in response. Here, why don't you do this puzzle yourself? Hey, puzzles might be fun, if you tried them. Ich würde ja gerne. It's illegible chicken scratch, okay. So, the machine isn't working. Okay, never mind then. Ah ja, guck mal, da ist ich wieder. So, und wie viel ist noch übrig? 14 left. Oh. Hier sind auch allgemein die ganzen NPCs weg. Oh, kann ich vielleicht... Ja, ich kann direkt durch, okay. Das ist nett vom Spiel, das muss ich ehrlich zugeben, das finde ich gut. Das Spiel weiß ganz genau, dass ich alles schon gemacht habe und deswegen keinen Bock habe, das alles nochmal zu machen. What's up? Ja, nicht viel, ich wollte einfach nur ein bisschen alles zerschreddern. Say, are you following me? So, da ist noch ein Giftroot. Oh, das war gut in der Mitte. Cut is off me. So. Yes. So, oh, wieder schon eine Fisch. Okay. Hohoho. Okay. Wow, okay. Du bewegst dich komisch. Und Giftroot ist jetzt tut. Oder so, keine Ahnung. Was soll das denn bedeuten? So, ist die Tür hier jetzt vielleicht offen? Vielleicht weiß das Spiel, dass wir alles durchgemacht haben. Ist es nicht offen? Oder kann ich sie jetzt öffnen? It's a door, okay. Ich kann sie nicht öffnen. Auch okay. Und wieder die langsame Snowden-Musik. Ist das nicht zufälligerweise dieselbe Musik, die... Moment. What's up? Ist das nicht zufälligerweise dieselbe Musik, die gespielt hat, als wir in... Wie heißt es? Als wir in Alfies Labor waren und da gegen den einen Gegner gekämpft haben? Hundi! Wuff, wuff! Wuff, wuff! Wuff, wuff! Ach. Schön den Dog Song zu hören, das erfreut mein Herz. Das ist das Einzige, was mich in dieser kalten Welt, no pun intended, noch glücklich macht. Yeah. Wäre es nicht für den Dog Song, würde ich wahrscheinlich jetzt weinen, dass ich Hundi kaputt machen muss.
Ah, mein kleiner Hundi. Meine, guck mal, wie süß der ist. Moment mal. Die Musik ist wieder normal. So. Was mag wohl jetzt für was Neues sein? Human, this is your final and most dangerous challenge. Behold the gauntlet of deadly terror. When I say the word, it will fully activate. Cannons will fire, spikes will swing, blades will slice. Und ich glaube, das ist wieder dasselbe wie beim letzten Mal. Cannons will fire, spikes will swing, blades will slice. Each part will swing violently up and down. Only the tiniest chance of victory will remain. Are you ready? Because I am about to do it! Well, what's the hold up? Hold up? What hold up? I'm about to activate it now! That, doesn't look very activated. Well, they are probably going to walk through it, and it won't be any fun at all. Hmm, so this human thing was a bust, huh? Well, I mean, I'm excited to capture them, so I'll become a famous royal guardsman. But all of the time I put into these puzzles, it's kind of like throwing a birthday party. Without traps and fire? Exactly! It's pointless! Maybe you were right about being lazy about puzzles. Me? Right about something? Really? Yeah! What am I saying? You're still completely wrong! I just have the wrong audience! Think about how much fun Undyne would have here! Flames, violence, it's right up her alley! So I won't waste this puzzle on you. I just have to appreciate the friend I already have. A valuable life lesson. Jetzt kam da doch tatsächlich was anderes. Ich bin doof. Und hab das geskippt. Hmm. Guess we didn't need your help to have a good time after all. Say, I've been thinking. Seems like you're gonna fight my brother pretty soon. Oh, warte mal, fight my brother. Oh, fuck. Here's some friendly advice. If you keep going the way you are now, you're gonna have a bad time. Oh, okay. Okay, Sans. Es gibt tatsächlich ein besonderes Ende, wenn man alle besiegt. Außer Metaton. Hello, Traveler! How can I help you? Ich hab keine Ahnung, warum ich diese Aussprache. Ich weiß nicht, irgendwie. Komm es mir so vor. Was ist eigentlich mit den Leuten hier? Sind die Leute hier aufweckt? Nein, die Leute hier sind noch da. Ah, Snowden ist noch so lieblich, so schön und... Gribbys ist auch alles okay? Ja, so okay wie es sein kann. Kann ich eigentlich zu dem rein? I put out a line for some goats today. Someone told me that I planned your fishing... Achso, der redet. Well, I'm taking it seriously. I'm literally going to make out with a fish. Dann dein? You can't go to the fire exit because you're not made out of fire. Kann ich irgendwie mit Grubbies reden? Nö. I guess I could ask out Undyne, but I think she likes someone already. Oh, er weiß es auch. Okay. Aber nur ansonsten ist hier wahrscheinlich nicht viel. Dann werden wir mal weitergehen. Und farmen. Ich vermute, in Snowden Town wird nichts sein. Dann werden wir zurückgehen. Und ich werde farmen. 13 Stück. Yep, das kann dauern. Wir sehen uns also gleich. Determination. Wunderbar, dann können wir jetzt weiter proceeden. Weiter geht's, um Papyrus kaputt zu machen. Werde ich dann eine Pause machen? Ich denke nicht. Ich glaube, ich mache das heute noch durch. Ich habe ja noch... Wie spät ist es? Ach, fast 9. Ich habe schon mal bis 12 Uhr aufgenommen. Ich habe das schon. In jedem Moment da. Ich hätte auch den Shortcut nehmen können. Aber was soll's. Papyrus, Babe. Ich komme. Frostig, tralala. Und da ist Papyrus. Oder, ja, doch, da kommt er. Wäre auch lustig gewesen, wenn er jetzt nicht da gewesen wäre. Und sagen, nein, Human, ein Scare. Halt, Human.
Ich hab gesagt, hey, warte. Hey, quit moving while I'm talking to you. I, the Great Papyrus, have some things to say. First, you're a freaking weirdo. Not only do you not like puzzles, but the way you shamble about from place to place, the way your hands are always covered in dusty powder, it feels like your life is going down a dangerous path. However, I, Papyrus, see great potential within you. Everyone can be a great person if they try. Great like me. And me, I hardly have to try at all. Wow, wait there, human. Hey, quit moving. This is exactly what I'm talking about. Human, I think you are in need of guidance. Someone needs to keep you on the straight and narrow. But worry not, I, Papyrus, will gladly be your friend and tutor. I will turn your life right around. Hey, don't come closer. I see you're approaching. Are you offering a hug of acceptance? Wow, my lessons are already working. I, Papyrus, welcome you with open arms. Oh, my. Papyrus. Nein. Oh. Ah, nein, nicht Papyrus. Und die Musik ist weg. Determination. Ah, oh, fuck me. Well, that's not what I expected. At least my head is still alive. But still, I believe in you. So you can do a little better. Even if you don't think so. I promise. Determination. That's a wonderful-